Yeah, Leute, was geht? Und willkommen zur nächsten Folge Lucky Islands Staffel 2. Ja, Leute, ihr seht schon, ich habe schon ganz, ganz guten Loot hier auf jeden Fall gefunden. Genau, Leute, in der letzten Folge waren wir schon ein bisschen am Start. Wer nicht checkt, was Lucky Islands ist, unbedingt die letzten Folgen abchecken. Und auf jeden Fall von den anderen. Und, okay, wir schauen auf jeden Fall, was hier. Denn ich habe tatsächlich hier gesehen, dass hier schon eine Höhle ist, Leute. Und in diesen Höhlen sind meistens Wither-Lucky-Blöcke, ja? Wenn ich weiß, was Wither-Lucky-Blöcke sind, das sind so richtig OP-Lucky-Blöcke. Und wir treffen uns ja nach jeder Folge so 2 Minuten im Call und besprechen kurz, ob es irgendwelche Lags oder so gab. Und, Fisch hat auf jeden Fall schon gesagt, oh, da ist ein Lapislazuli, Lucky Block, den holen wir uns. Fisch hat auf jeden Fall gesagt, er war in einer Höhle und hat eine Höhle voller Wither Lucky Blöcke gefunden. Ja, also wir brauchen auch so Glück, Leute, let's go. Oh mein Gott. Leute, wir brauchen auf jeden Fall eine Schalker-Kiste mit OP-Items. Und da haben wir die. Schaut euch das an. Wir haben einfach Gold-Lucky-Blöcke gefunden. Was ein guter Folgenstart. Das ist ein Minenschacht, ne? Ey, ich hab Angst, ne? Wenn hier jemand ist, dann, wenn ich sterbe, dann bin ich raus. Okay, wir müssen schauen. Wo ist denn die Schalker-Kiste? Ist die hier? Da. Da, okay. Ja, Leute. Okay. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr OP-Items. Und dort, wenn ich sterbe, habe ich diese Kiste irgendwo vergraben, wenn ich selbst sterbe, durch einen Lucky Block, was natürlich passieren kann, was jedem passieren kann. Die Lucky Blocks sind ja nicht predictable. Dann habe ich ja tatsächlich noch diese Kiste hier und dort habe ich noch die Items drin. Dort kann ich tatsächlich dann, das ist meine Überlebenskiste, ja. Wenn ich sterben sollte, habe ich die Kiste noch und dann kann ich tatsächlich auch, mich noch irgendwie retten, ja. Dann fange ich nicht wieder von null an, sondern ich habe mir schon ein paar Items vorbereitet. So, und ihr wisst ja, wir können uns ja jederzeit schon angreifen. Das heißt, wir werden nicht am Ende kämpfen, sondern wir werden jetzt kämpfen, wenn ich auf jemanden stoße. Okay, da sind Kohleblöcke, Kupferblöcke können wir auch mitnehmen, wenn da irgendwas Gutes drin ist, außer Kupfer. Ja, das wäre jetzt richtig dumm, wenn ich jetzt hier so sterben würde. Okay, aber das Gute ist, dass wir jetzt hier so fliegen können. Schauen wir, ob jemand hier ist. Nee, hier war tatsächlich noch niemand. Hä? Hier war... Oh, wir haben... Das ist eine Lucky Structure, Leute. Die ist so selten. Wisst ihr warum? Weil darauf so ein richtig großer Lucky Block spawnen kann. Und wenn wir den haben, haben wir Lucky Islands offiziell gewonnen. Let's go! Nein, 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 nein. Nein. Okay, ich habe, glaube ich, zu viel geträumt. Wohl doch kein Riesen-Lucky-Block. Okay, müssen wir aufpassen, Leute, dass ich hier nicht sterbe, ne? Wir haben die OP-Kiste noch nicht vergraben. So, schauen wir mal, ob es hier noch was... Ja, da, Lucky-Drop, Leute. Let's go. Das ist hier tatsächlich eine Universität, wo ich drin bin. Dias, Leute. Let's go. 5 Dias, let's go. 5 Dias. Ja, 5 Dias, Leute. Damit können wir uns... Ja... Hätte es gerade 1 mehr gedroppt? Nee, hat es nicht. Okay. Ja, was brauchen wir noch? Smaragde? Ah, brauchen wir nicht so. Doch, für Villager-Trades. Oder? Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es hier irgendwo ein Dorf. Irgendwo. Ich weiß nicht. Wenn es hier ein Dorf gibt, dann können wir tatsächlich für Villager traden. Aber... nee, die bieten eh nichts Gutes. Wir haben 32 Goldäpfel. Check ich erst jetzt, Leute. Let's go, das ist ganz wichtig. Goldäpfel sind auch ganz wichtig. Leute, aber dass das hier noch ungelootet ist, das ist auf jeden Fall sehr, sehr... Das wundert mich auf jeden Fall sehr, Leute. 5 Minuten bis zum Drop, Leute, nicht voll gestartet. Das war ein Bug. So, Fisch ist im Turm. Fisch ist im Turm von Ronglo. Den haben wir am Anfang gesehen, Leute. Okay, der ist weit weg. Okay, die sind wahrscheinlich beide da hinten. Okay. Okay, ich bin gespannt, Leute. Ich hoffe... Oh nein, ich sehe dich. Oh oh. Wir haben Eile. Let's go. Ja, das habe ich auch in Staffel 1 schon geused. Das heißt, wir können da schneller Holz abbauen. Das ist ganz wichtig, wenn wir eine Base bauen wollen. Schaut euch das an. Wir können... Und ich glaube, wir schauen kurz mal. Okay, Essen wird auch bald richtig knapp. So. Okay.
Let's go. Oh nein, ich glaube, bei denen geht's gleich richtig ab, ne? Ich glaube, es gibt gleich den ersten, der raus ist, ne? Wir sind fünf Spieler, okay. Okay, let's go, Leute. Boah, schaut euch das an, wie die Zahl von meinem Holz hochgeht. Ja, wie die Zahl von meinem Holz hochgeht, ja. Ist Spider-Sword. Er hat ein Spider-Schwert. Oha, okay. Okay, krass, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele verschiedene Schwerter. Und ich glaube, wir sollten lieber keine Spuren hinterlassen, ne? Wir hinterlassen zu viele Spuren. Okay, ich kann ja immer wegfliegen und ich habe ja noch die OP-Goldäpfel. Wir looten einfach die Universität weiter. Schauen wir mal, wo es noch... Ja, da ist Lucky Block drin. Aber... Oh, da ist noch einer. Das ist ein Kupfer... Ah, Kupfer-Lucky-Blöcke. Leute, Kupfer-Lucky-Blöcke. Wer braucht Kupfer-Lucky-Blöcke? Okay. Hier laggt es ein bisschen so. Hier ist ein bisschen... Nee, Lucky Mob öffne ich nicht. Nee. Wir legen die einfach in unsere Notfallkiste rein, oder? Hier ist unsere Notfallkiste. Wir können auch ein paar Sachen in die Notfallkiste reinlegen. Falls wir sterben sollten, haben wir ja noch die Notfallkiste. Und dort sind ja die, ja, guten Sachen drin. Wir haben einen Amboss, ne? Ich glaube, kann man mit einem... Oh, wir haben ja noch einen Lucky Drop. Okay, ich bin gespannt. Ja, Pfeil und Bogen. Ja, können wir auch in die Kiste reinlegen. Aber dann ist unsere Notfallkiste auch voll, ne? Okay, egal. Wir haben Items. Falls wir sterben, haben wir diese guten bis mittelguten Items. Das sind sich die besten. Aber wir können tatsächlich jetzt auch... Hier ist noch ein Enchanting Table. Lass ihn mitnehmen, bevor ihn jemand mitnimmt. Ja, schaut euch das an. Herrn Amboss können wir da auch reinlegen. Let's go, Leute. Keine Sorge. Ich muss mir jetzt keine Sorgen mehr machen, falls ich selber sterbe. Weil dann habe ich ja noch die Notfallkiste. Wir haben die ja zwar noch nicht versteckt, aber wir werden die auf jeden Fall gleich verstecken. Und was nehmen wir noch mit? So eine Musikbox? Nee, nehmen wir nicht mit. Stimmt, wir könnten die einen Spawnpunkt machen, wenn wir selbst sterben. Ja, ich weiß nicht. Ja, komm. Wir machen einen Spawnpunkt. Wir nehmen das Bett mit. Wir machen einfach einen Spawnpunkt. Und dort vergraben wir unsere Kiste rein. Okay. Das klingt nach einem guten Plan, Leute. Und wir können auch ein bisschen Quarz von dieser Base hier mitnehmen. Let's go, Leute. Bisschen Quarz mitnehmen. Halbes Herz. Oh, bei Hoopy hat auf jeden Fall ein halbes Herz, Leute. Hier könnte ich mir vorstellen, dass hier ein Wither Lucky Block ist. Vielleicht da unten irgendwo. Es ist halt... Okay, da leuchtet es. Nee. Sieht mir eher wenig nach einem Wither Lucky Block aus. Creeper... Hey, hör auf. Hör auf, Zombie. Geh weg. Nein, Rocket Waste. Hör auf. Geh weg. Ich hab Angst, ne? Wer hat eine Elytra? Ich, aber ich flieg grad nicht. Ich glaube, Fisch hat irgendjemand fliegen gesehen. Da. Okay. Wir gehen einfach hier rein. Schauen wir mal, was hier drin ist. Schauen wir erstmal, ob hier kein Name Tag ist. Okay. Ein Spieler ist definitiv da. In unserer Nähe, Leute. Okay. Ein Spieler ist definitiv in unserer Nähe. Puh. Okay. Das klingt nach einem Problem. Wir haben Potions, Leute. Potions sind ganz nice. Was für Potions sind das? Direktheilung. Ja, nehmen wir mit. Direkt ein Direktheilungstrank, auch wenn wir den, weiß ich nicht, ob wir den verwenden werden. Schauen wir auf jeden Fall. Okay, ein Spieler ist tatsächlich da hinten. Kann ich ihn sehen? Oh, hätte ich jetzt mitgenommen. Das sind zwei Lucky Blöcke, die ungelootet sind. Okay, ich habe Angst, Leute, ich habe Angst, ne? Das ist ein Creeper-Kopf. Komm. Creeper-Kopf, Leute. Oh, okay. Okay, ich habe sehr, sehr Angst. Kann ich den... Ist das ein Creeper-Kopf? Ja, ist das okay. Okay, wir nehmen den Creeper-Kopf, Leute. Ich glaube, die Holzrüstung ist nicht so ganz gut. Okay. Wither. Oh, nein. Oh. Oh, Folgeende, Leute. Folgeende kam ein bisschen unerwartet. Dann würde ich sagen, Leute, was ist mit dem heutigen Video? Wir sehen uns in dem nächsten Video. Hallo. Und die entmuten sich schon gerade. Haut rein und tschüss.